Herzlich willkommen zu diesem LiveNet-Talk. Heute können wir eintauchen ein bisschen in Geschichten, die Hans-Peter und Vreni Nüsch erleben, mit Gott, mit vielen Menschen, die sie mit ihnen vernetzt sind, über einen Newsletter, gerade in den jüngsten Jahren wieder viel mehr noch einmal, das aufgekommen ist. Jetzt ist es ja eigentlich 10 Jahre her, wo der HP nämlich das Campus hat übergeben, in Neuenhänge mit dem Poppy oder Tamara, die jetzt das leitet. Ende Jahr ist es 10 Jahre. Ja. Ende von diesem Jahr ist es 10 Jahre, jetzt doch schon, gell? Also herzlich willkommen einfach euch beiden einfach mal hier. Danke vielmals für die Einladung. Merci, freut mich sehr. Wir haben schon einmal Talk können machen bei euch im Garten. Ja. Ist nicht so lange her. Und jetzt freut es mich aber mega, dass wir einmal noch die Chance haben, einfach ein bisschen zu hören, was ja, tut sich so bei euch im Leben, was manchmal ist es so ein bisschen, vielleicht auch bilanzieren schon, was ist alles passiert, oder? Aber wenn ich euch so höre, ist noch eigentlich weit weg, das Bilanzieren. Die sind voll im Schuss, oder? Ja, ist noch nicht Zeit. Ist noch nicht zum Zeit, Abschliessen, gell? Nein, man geht richtig an, wieder. Wieder? Ja. Aber erzähl doch mal, wie hat das wieder so einen Drive bekommen, HP? Also gut, Anfang 21 habe ich den Eindruck gehabt, Gott sage mehr. Jetzt kommen viele Gebete in Erfüllung in Bezug auf Erweckung. Und du musst die Leute vorbereiten. Du musst sie innerlich vorbereiten, musst kleine Gruppen sie machen lassen, wo sie einander unterstützen können. Und für die Zeit, die wir kommen. Und dann um Ostern herum, vor Ostern, die Eindruck hatte auf Vreni. Wir haben so ein Netzwerk von Leuten, sollten wir recht das nicht weitergeben, den Eindruck. Dann haben wir miteinander entschieden, nein. Gott müsse sehr deutlich reden. Wir haben eigentlich schon genug zu tun und schon genug Kontakt. Und wir wollen nicht unbedingt mehr Arbeit wollen, oder? Aber wenn Gott sehr deutlich redet, und es ist 3 Tage später, ist dann also ein Pizzakurier an der Tür gestanden, an Ostermäntig oder Dienstag, und hat geläutet und ich habe aufgetan und sagt, Halleluja, jetzt habe ich sie gefunden, Herr Nüsch. Dann denke ich, das ist ein ganz lustiger Typ. Er ist Kroat von Hintergrund, Pizzakurier von Beruf. Er hat aber keine Pizza gebracht und hat gesagt, heute Morgen geht zu mir geredet, ich soll ihnen die Botschaft weitergeben, sie sollen die Leute zusammenrufen zum gemeinsamen Gebet für Erweckung und denen Menschen zu helfen, die in Not sind. Und sie sollen einander auch helfen. Und dann hat er noch vom Beten und vom Fasten erzählt. Das Fasten habe ich dann ausgelassen, weil das hat mir nicht so gefallen. Wir haben nicht gerade ein grosses Vorbild in Bezug auf Fasten. Einmal längere Zeit gefasst in meinem Leben. Und mehr an Essen gedacht, also an Gott manchmal. Und auf jeden Fall war es so, dann haben wir gesagt, ja, das ist jetzt sehr deutlich. Er hat auch von Netzwerk geredet und ein Mann mit Migrationshintergrund, das Wort Netzwerk braucht, das wir auch brauchen, und denkt, das ist ja schon noch eigenartig. Ja. Und dann haben wir das Netzwerk, haben wir so 200 Leute verschickt, die wir kennt haben. Und zwischenzeitlich ist das weit über 1000 gewachsen. Und dort ist es ziemlich dran abhalten. Es sind viele auch aus Deutschland. Ja, und ich habe hier gerade den neuesten so ein Newsletter in den Hängen, das ist Verein Beten für Erweckung, Nummer 13, ist das jetzt, ja. Wo ihr da rausgegeben habt, Februar 23. Vreni, gefragt auch bei dir, deine Version, bald gesagt, von dieser Geschichte, was da hier jetzt seither abgegangen ist, aber auch einfach die letzten Jahre. Also ich bin einfach erstaunt und gleichzeitig aber auch wirklich erfreut, immer wieder von Leuten hören und also vor allem zu lesen. Die schicken ja dann eine Mail, ich möchte auch gerne einen Gebetsbrief haben. Oder dann erzählen sie, ja, wir haben auch eine Gebetsgruppe oder ich möchte eine anfangen, helfen mir dabei. Und irgendwie so das Erleben von einer ganzen, du siehst einfach, da überall hat es Menschen, die von ganzem Herzen von Gott kommen und sagen, jawohl, wir möchten gerne Erweckung. Wir möchten dein Wirken sehen. Wir sehnen uns danach. Es ist noch etwas wenig, oder? Aber wir möchten mehr. Hm. Und einfach, das ist ganz toll. Und dank dem, dass wir den Brief über Mail verschicken können, ist das ja auch möglich. Also wir tun es notfalls. Die keine Mail haben, ja. Die tun wir dann ja. Noch per Post. Das sind ganz wenig, ja. Das sind aber wenig. Ja. Aber eben so das grosse Schlagwort drin ist immer wieder das Erweckungsthema. Und das Gebet für Erweckung ist ja schon ganz, ganz manches Jahr, oder? Auf dem Herz
von euch beiden, vom HP vielleicht zuerst, oder weiss nicht, wie hat das eigentlich also angefangen hat es so, dass ich ein sehr schlechtes Charakterzeugnis bekommen habe im 72 in einer Englischschule in England. Und ich habe gesagt, ich muss erweckt werden, so geht das nicht. Ich war zwar schon Christ, gewesen, aber ich habe einfach keine gute Falle gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte gar nicht viel mehr sagen. Ich habe auch nicht gesagt, ich brauche den Heiligen Geist mehr. Aber ich möchte es so erleben, wie es in der Bibel steht. Mhm. Weil so ein Typ wie ich muss eine gewaltige Erweckung erleben. Und so habe ich gebetet und es ist nichts passiert. Nach einer gewissen Zeit hat Gott mir wie einen Eindruck gegeben, sei eine halbvolle Cola-Flasche. Er könnte mich gar nicht erfüllen, weil ich so viele eigene Pläne. Ich wollte natürlich, daheim war noch eine Firma, ich war der einzige Sohn, der daheim studiert hat. Und eine rechte Firma und so weiter. Am Sport hatte ich gewisse Visionen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich vertraue dir nicht ganz. Ich hatte Angst, er schickt mich dann als Missionar nach Japan. Und das war das Schlimmste. Und dann habe ich dann irgendwann einmal gesagt, okay, ich gehe auf Japan, ich mache das, was du mir sagst, ich vertraue, du hast einen guten Plan, ich sage das, was du mir sagst und so, aber du musst mir den Heiligen Geist geben. Aber ich finde es immer noch keine gute Idee, wenn du mich auf Japan schickst, dann noch beigeführt. Aber dass Gott mich nicht missversteht und sagt, ja, jetzt geht er auf Japan, oder? Weil ich bin von meinem Typ her, oder? Kannst du dir ja vorstellen, ja. Ich bin sehr ein offener Mensch. Und ja, haben wir schon beim Fasten vorhin auch gehört. Und dann war es also so, gewesen, dass nichts passiert ist im Moment, aber in der Nacht ist wie ein Strom durch den ganzen Körper durch. Und ich bin natürlich verwacht, gesagt, was ist los? Und da habe ich gemerkt, das ist eine grosse Freude. Eine riesige Freude. Und eine Liebe für Leute, die ich vorher nicht hatte. Sogar einen, der in Amerika war, den ich plötzlich mögen habe. Der hat mich nicht mögen, ihn nicht mögen. Der sagt, was ist denn passiert? Ich sage, ja, da habe ich gerade den Heiligen Geist erlebt. Ja, seitdem habe ich auch nichts mehr gegen dich. Ich weiss nicht warum. Kann ich dich nicht mehr hassen. Also es hat eine Wirkung gehabt, bis auf Amerika. Und das ist für mich, also Freude und Liebe. Also seitdem merke ich, Gegenwart von Gott heisst Freude und Liebe, oder? Ja. Und das habe ich ganz stark erlebt. Seitdem habe ich natürlich ein Erweckungsgehen. Ich musste natürlich ein bisschen oben abschrauben, oder mit Aktion als Leben nachher und mit allen Explos und allen Sachen, ich nicht dürfen, allzu. Ein bisschen schweizerisch, oder? Ein bisschen schweizerisch abdämpfen, oder? Aber ich habe immer ein bisschen Erweckungsleute eingeladen, oder? An die Explosion genau. Und so, oder? Ja. Und jetzt ist natürlich wieder eine Zeit gekommen, wo die Leute viel offener sind dafür. Auch gegenüber der Kraft des Heiligen Geist, oder? Sodass wir jetzt keine Handbremse mehr anlegen müssen. Es ist auch schön, jetzt das, wie du es beschrieben hast, der hat ja auch so ein Büchli rausgegeben, Merkmal und Voraussetzungen zur Erweckung. Genau. Und dann können wir jetzt sagen, eben das, was du hast erzählt von dem Amerikaner, das ist ein Merkmal fast ein bisschen, oder? Von Erweckung. Wenn es ja, so etwas passiert, also, was passiert gerne ist, bekommen, wo gar nicht, ja. Plötzlich haben Leute gefragt, sie möchten die Ohne kommen gehen. Sogar die Lehrerin hat gesagt, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen, was soll ich machen? Dann hat sie gesagt, you have to surrender your life to Jesus Christ. Sie echt Lehrerin sagt, you have to commit your life to Jesus Christ, was ja genau das Gleiche ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja genau, das müssen ihr Leben Gott, Jesus Christus anvertrauen. Oder ein Playboy, der sich lächerlich gemacht über die wachsende Gruppe im Restaurant. Und im Restaurant eine wachsende Gruppe gehabt. Die ersten zwei sind zwei Japaner, interessanterweise, die wollten die Bibel lesen mit mir. Und dann macht er sich lächerlich, dann haben wir angefangen zu beten für ihn, die anfangen können haben. Und dann kommt er will nicht mehr wissen, was wir gerade ein Leser sagen, der möchte auch nicht kommen mit Gott. Das hat den Gott überführt. Und das ist das Merkmal der Erweckung, dass der Heilige Geist Menschen überführt. Also es ist nicht mehr der Evangelist, der krampfhaft auf der Suche geht von Leuten, die er möchte überzeugen, sie sollen sich bekehren, oder? Ja. Sondern der Heilige Geist schickt Leute, die überführt sind, wie es in Johannes 16 heisst, überführt sind, wo wir dürfen dann den Weg zu Jesus und zum Wort Gottes führen. Ja. Und das haben wir dort, habe ich dort im Kleinen erlebt, wirklich. Dass auch Leute rausgerannt sind, weil sie die Gegenwart von Gott nicht mehr ausgehalten haben, sich nachher entschuldigt haben. Die haben es nicht mehr ausgehalten, während die Japaner gesagt haben, jetzt erleben wir deinen Gott. Ich habe das gespürt. Ich habe nichts gesehen. Und einfach plötzlich gemerkt, jetzt ist Gott aktiv. Jetzt ist nicht mehr der Mensch in der Mitte, sondern Gott ist aktiv. In einer Erweckung ist Gott aktiv. Und das wünschen wir doch alle.
Ja, unbedingt. Das habe ich auch so. Da im letzten Rundbrief, den du gerade noch gezeigt hast. Das muss ich vielleicht noch ergänzen. Ich habe dann, mein Hobby ist ja Kristallsucht, das wissen, fangen ziemlich alle, die mich kennen. und einmal, wo wir am Such sind in Spanien mit Mitarbeitern, hatte ich einen Traum gehabt, wo im Traum sagt, Gott sagt zu mir, ich zeige dir morgen, was mir wirklich passiert. Am nächsten Tag haben meine Mitarbeiter krampfhaft ein paar Pyritkristalle rausgepickelt und ich habe nebenzu bei einem Ort, der total feucht war durch das Wasser, aufgelockert war, habe ich die schönsten Kristalle wie Herdöpfel rausnehmen. 100 Stück auf einmal. Und ich habe gesagt, das sind Erweckungskristalle. Alle gleich, alle perfekt. Ganz komisch, das gibt es einfach normalerweise nicht. Und jetzt habe ich gesagt, alle, die eine Gruppe bildet und betet oder eine Gruppe bildet haben und betet für Erweckung und sich vorbereitet darauf, und auch andere, die dürfen zu einem Kristall haben. Also, am besten bei mir holen, das ist einfacher. So gut. Ja, und ihr teilt das auch gemeinsam, das Hobby und oder die Leidenschaft. Ja. Und ich meine, das ist ja auch gewachsen, natürlich sicher über die ganze lange Zeit von eurer Ehe und auch im Dienst gemeinsam. Also, was sind das? 40 Jahre gewesen, Campus für Christus ungefähr, gell? Ja, ja. In verschiedenen Funktionen. Verschiedensten Funktionen, genau. Ja. Und Vreni, wie lebt sich es mit so einem, manchmal ein Haldegen vielleicht, der vorwärts geht und vom Mann und Visionär, Pionier? Eigentlich ganz gut. Mhm. Und wie letztlich habe ich ja auch das gleiche Herz. Ja. Ich bin einfach ein bisschen anders geschaffen. Und der HPR tut oftmals Sachen, die er sich vorstellt, wo er denkt, das könnte passieren, redet er dann schon im Präsenz. Redet er, wenn es schon ist. Schon sieht, ja. Oder, ja. Wenn es schon ist. Wie's schon ist. Und ich sage dann halt einmal, ja, wir sehen es dann. Also bei den Kristall genau gleich. Ich finde einen schönen Kristall oder im Dreck. Ja. Ich sage, schau mal, der fantastische Kristall. Und dann sagt sie, zuerst noch putzen, dann schauen wir den. Okay. Genau. Ich würde es gerne sehen. Das ist schon der Punkt. Und ich denke, genau auch Punkt der Erweckung. Wir haben in der letzten, also sagen wir mal, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, ist eigentlich mega viel passiert an Sachen, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Grosse Evangelisationen, Aktion Neues Leben, verschiedene Sachen. Alpha-Kurs. Alpha-Kurs, das ist ein bisschen später. Aber gleich. Und irgendwo im Moment ist es so wie, oh Herrgott, was ist? Woher wirkst du? Wir sehen nichts mehr. Und darum glaube ich, dass der Hunger und das Bedürfnis, ja, Herr, man möchte, dass du wieder kannst wirken in einem etwas grösseren Mass. Wir sind ja alle dankbar, wenn mal ein Mensch zum Glauben kommt, wenn wir Gottes Eingreifen in einer Situation erleben und so. Aber wir denken, oh Herr, die Not ist so riesig, so riesig. Herr, genau, da redest du vor allem einfach von dem hier, oder? Bei uns hier im Westen. Weil es gibt ja Länder und dort seid ihr auch viel unterwegs und dran mit diversen Pionierprojekten oder eben mit diesen Christustagen, die ihr geholfen mit initiieren, organisieren. Gell? Also, wenn wir dort vielleicht ein Beispiel nehmen, das ist mir recht eingefahren, als ich die Newsletter durchgeschaut habe, in Erbil im Nordirak. Wo im 16. Der helfen konnte. Am Schluss sind alles Iraker auftreten. Also es war von Iraker für Iraker. Ja. Gewesen, ja. Aber einfach so zu sehen in so einem Land, oder? Was dann gleich auch für Aufbrüche eben manchmal abgehen. Ja. Genau. Und das war ja speziell gewesen, der Leiter des Campus in Nordirak. Also ganz Irak? Ja, von ganz Irak, aber im Unterricht. Der hat vom Christustag und uns gehört und erlebt bei einer Konferenz früher. Ja, Alexander. Und dann sagt er, das brauchen wir, das wollten wir. Das wollten wir auch. Und da habe ich voll, ja, okay, gut. Aber
kann man sich ja vorstellen. Die Leute haben uns abgeraten. Nordirak. Das ist gefährlich. Ja. Das ist ja Wahnsinn, oder? Das denke ich. Ja. Sogar die Regierung hat noch am Tag vorher alles stoppen. Dann haben wir gesagt, wir übernehmen alle Verantwortung, wenn etwas passiert. Und 7000 Gläubige sind dort. 7000 Leute. Das muss man sich. Ja, sind wahrscheinlich nicht einmal alle. Also wir blenden noch ein paar Bilder mal ein für Zuschauerinnen und Zuschauer. Viele Junge, sehr viele Junge. Ja. Wow. Ja. Oder auch hier im Hintergrund haben wir eins eingeblendet von einem Christustag. Auch sehr ein schönes Bild. Linz. In Linz, ja. In Österreich. Wo Vreni, du auch, glaube ich, ganz eine neue emotionale Bindung hast. Gell? Ja, das war ja sehr speziell, weil das ist ein Christustag, wo eigentlich sie ganz selbstständig gemacht haben. Also selbstständig in dem Sinn, wir sind HP ist nicht gross involviert gewesen. Ausser mal Informationen und so. Und sie hatten wirklich das Anliegen und haben darum lange gearbeitet, darauf hin, dass sie miteinander, alle miteinander, also katholisch Kirche, evangelisch Kirche, freie Kirche, alle. Mhm. Und sie sind da sehr weise vorgegangen, sie haben einen ganzen Jesusmarsch vorausgeschickt. Also sind alle gekommen. Und was mich am meisten berührt hat, ist eigentlich das Bild. Da haben alle Leiter von der diversen Kirchen haben da so ein Band gehabt. Und das Band ist zusammengekommen beim Kreuz. Und das war eigentlich die Aussage. Da beim Kreuz, da bei Jesus, da haben wir das Zentrum. Da, das ist unsere Einheit. Und das hat mich mega gefreut. Und die 7 Ich-Bin-Worte von Jesus ist in die Mitte gestellt worden. Jeder durfte über ein Ich-Bin-Wort reden. Ich durfte über Lukas 15 das Hauptreferat haben. Sie haben einfach nur mitgewählt, weil ich ein Auswärtiger war. Dann sind wir entscheiden für eine. Da habe ich jetzt profitiert. Einfach. Ja. Aber sonst wirklich, Vreni sagt, das war voll von ihnen. Und 7000 Leute auf dem Adolf-Hitler-Platz, ehemaligen, haben wir gefeiert, dass gesagt, dass jetzt Jesus Christus Platz sind. Das hat uns sehr, sehr bewegt. Also, ja. Wann gibt es so etwas wieder in der Schweiz? Also ich habe ja am Fest, was ist das für ein Fest? Die Allianz. Ja. Die Jubiläum. Der Marc Jost hat mich ja gefragt, hat gesagt, das wäre mein Wunsch, dass bald wieder so etwas in der Schweiz wird passieren. Und dann freue ich mich, dass ich hinten dran hocken kann und zuschauen kann. Ja. Also ich habe auch schon gehört, munkeln, ja. Dass, oder auch, ja. Dass eventuell wieder in die Richtung es wär, etwas... Es wäre wichtig. Ja, es wär, das wär. Geht zu den entscheidenden und, Schlüsselpersonen. Ja, und gerade die Allianz ist halt der richtige Träger. Gell? Ja, Campus für Christus. Ja, wir können helfen, oder? Aber ja. Es ist die Allianz. Okay. Aber jetzt sind wir beim Stichwort Einheit gelandet, oder, zusammen. Und das ist noch spannend, weil Erweckung haben wir schon ein bisschen gehabt, Einheit. Das sind 4 so Begriffe genannt worden beim 70. Geburtstag, ist das gewesen, auch von der HP? Ja, genau, ja. Wo der Matthias Spiess, ehemaliger Generalsekretär von SCA, hat gesagt, das sind so 4 Sachen, die er hat, bei dir einfach immer wieder erkennt, Eigenschaft. Erweckung, also das Gebet dafür, Einheit, kindlicher Glauben. Haben wir auch schon viel davon mitbekommen. Und ich möchte noch auf einen 4. Punkt gerne ein bisschen zu reden kommen. Lob und Dankkur, hat er das genannt. Kann man da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Was? Ja, also ich habe ja gesagt, dass ich innerlich nicht so ein einfacher Charakter bin. Also ich bin immer also einfacher. Schwer, ist das so eine schwere Seite? Also ich sehe überall Probleme. Ja, so, ja. Also, wenn ich anfange beten, dann geht es von da bis da. Manchmal kann Vreni nur noch Amen sagen. Ja, einverstanden. Weil es kommen in so viele Sachen, wo man noch beten muss und so. Und das ist nicht ganz immer einfach, auch für mich selber nicht. Jetzt gerade in diesen Krisen, ja, auch so mit der Ukraine und so weiter. Und jetzt geht unsere Tochter auch noch in die Türkei für einen Spezialeinsatz und so. Und da habe ich gemerkt, ich muss etwas dagegen tun. Und dann kam mir das, ich könnte eigentlich gegenteilig handeln. Ich könnte statt motzen, könnte ich loben. Mhm. Und statt Menschen kritisieren, könnte ich sie segnen. Mhm. In der Seelsorge habe ich mal realisiert, dass Segnen noch wichtiger ist als nur vergeben. Mhm. Sondern dass es wirklich das Mächtigste ist, was wir kennen.
Und dann habe ich gesagt, mein Lebensmotto, lobe Gott, segne Menschen. In schwierigen Situationen. Und mein Sohn Dan, oder? Und vielleicht einige kennen von den Videos. Er hat gesagt, Papi, das geht nicht in allen Situationen. Du musst das machen, auch in den einfachen. Jetzt heisst es einfach hinten drauf, praise God, bless people, also auf Englisch, lobe Gott, segne Menschen. Und das ist für mich, nicht, dass ich mich immer danach halte, ehrlich gesagt. Ich habe auch schon erlebt, dass ich mich nicht danach gehalten habe, gemutzt habe. Und dann hat Gott gesagt, was tust du predigen? Und dann hat gesagt, oh, okay, aber das ist auch nicht in Ordnung. Jetzt habe ich reservierten Platz. Und jetzt hat Canadian Airlines mich stoppen, ich muss warten für den nächsten Flug. Und dann habe ich dann Gott gelobt, gesagt, du hast noch einen Zweck. Nachher komme ich neben einer nicaraguanischen Frau, die dritte Mose lässt. Dann denke ich, das muss entweder eine Theologin sein oder sie kommt überhaupt nicht raus. Das ist dann das zweite Wort. Sie ist überhaupt nicht rausgekommen. Und ich konnte dann auch sagen, also sie soll doch vorne, gäbe es einen grossen Teil, das ist das Problem und innen einen kleinen, das ist die Lösung. Sie soll doch bei der Lösung anfangen. Ja. Das ist viel einfacher. Ja. Und weil ich manchmal ein bisschen Puff habe, leider, habe ich meine spanischen Materialien vom letzten Kuba-Flug immer noch in meiner Handtasche gehabt. Und so konnte ich gerade eher können, Gott persönlich kennenlernen, also vier geistliche Gesetze auf Spanisch hergeben. Weil ich sie ja kennt, konnte ich sie kurz erklären. Und dann gerade auch noch das vom geilen Geist erfüllte Leben. Habe ich auch noch dabei auf Spanisch. Und so konnte ich den ganzen Service machen. Ich musste sagen, Gott hat einen Zweck dafür. Und oft hat er einen Zweck, wenn es nicht so läuft, wie wir denken. Und darum ist es auch wichtig, dass wir sagen, Gott, ich danke dir, du hast noch einen besseren Zweck. Und ich habe nachher natürlich, sie hat dann angefangen zu bussen und nie angefangen zu bussen, aber für einen anderen Zweck zu bussen. Ja, und das mit dem Nicht-Motzen oder Segnen, was du so sagst, das bringt mich gerade auf den Gedanken oder auf die Überleitung zu dem, was ich hier noch hergelegt habe. Das ist nämlich, wenn man mit euch redet, durchaus einfach auch noch angebracht, dass man irgendwann auf Grahams zu reden kommt. Mhm. Ruth und Billy Graham. Das ist jetzt 3 Jahre, haben wir vorher noch darüber gehabt, als Billy gestorben ist. Ja, und das Buch, das du rausgegeben hast, AP. Und beim Billy, also ich habe natürlich sein Leben auch studiert ziemlich und viel profitiert von dem, was er gelebt hat. Er hat zum Beispiel auch immer gesagt, auch bei ganzen Evangelisationseinsätzen und so, es werden nicht andere Christen kritisiert. Mhm. Es wird nie, wir gehen immer in dieser Haltung. Oder? Also, absolut. Zum Beispiel, das ist Nummer 1. Ein Film, den man von ihm lernen kann. Ist ja so. Ja. Ich weiss nicht, wir noch ein paar Worte sagen auch zu diesem Buch. Ich meine, ich finde es einfach, ich habe so gelesen, das Buch, ich kann es sehr empfehlen. Es gibt es jetzt in über 12 Sprachen, auch gerade in China hat es die Runde gemacht, über 50 Bibelschulen. 3 Mal haben die Graduates das über als Graduierungsgeschenk. Und das, gell, als ich das Buch jetzt soll schreiben, gewusst, muss auf Chinesisch rauskommen. Weil Ruth Graham ja abgeführt worden ist von Billy. Sie hätte wohl Missionarin im Tibet werden. Und sie ist aufgewachsen? Sie ist dort aufgewachsen, ja. Sie ist die ersten 16 Jahre dort aufgewachsen. Nachher auf Nordkorea in der Mittelschule, oder? Pyongyang. Und dann habe ich gesagt, ich kann ihr nicht begegnen, wenn ich es nicht mindestens versucht habe. Und für mich war das die grosse Gebetserhörung, dass jetzt das rundherum geht und immer noch sehr viel auslöst. Aber Freni, sag du etwas, weil das ist wirklich, wir sind miteinander 3 Mal bei ihm gewesen und das hat vor allem ein Besuch hat dich sehr beeindruckt. Ich will sagen, einfach seine Liebenswürdigkeit hat mich sehr beeindruckt. Aber vielleicht noch mehr, schon vorher, einfach zu realisieren, immer wieder habe ich gehört von Menschen, vor allem von Pastoren, die gesagt haben, ah, da bin ich in dieser Evangelisation oder da bin ich Billy Graham, bin ich zum Glauben gekommen. Und einfach zu realisieren, dass durch seinen Dienst so gewaltig, gewaltig viele Menschen in eine ganz tiefe Nachfolge von Jesus gekommen sind. Ja. Und vor allem Leiter. Und vor allem auch Leiter. Und etwas, wo mich auch sehr, sehr einfach beeindruckt hat, ist seine Liebe zum Wort Gottes. Und einfach gesagt hat, okay, ich verstehe auch nicht alles, aber ich nehme es als Wort von Gott und zu dem stehe ich. Und das finde ich so gewaltig, weil Gott auch so zu seinem Wort steht, oder? Ja.
Und darum so viel hat passieren. Und das Miteinander hat ja so beeindruckt. Ja, natürlich. Das Plattformteam, das 60 Jahre zusammen geschafft hat. Genau. Sehr. Ich denke immer, wow, jeder Einzelne von denen hätte einen mega Dienst können tun, selber. Oder da stehen und so. Und die haben sich einfach entschieden, wir gehen miteinander, füreinander, miteinander, bis sie Hunderte sind. Ja, der eine war über Hunderte am Schluss, oder? Der Beverly Shea. Und aber das Allereindrücklichste ist sicher seine Demut von Billy. Am Anfang, das erste Mal, als ich ihn getroffen habe, ich gesagt, Herr Dr. Graham, die Ausstellung in Charlotte, die tut nicht den Billy Graham verherrlichen, die tut Jesus Christus verherrlichen. Er sagt, I thank you so much that you tell me this. Ich danke Ihnen so stark. Er hatte so Angst gehabt, er wäre auf ein Podium aufgekommen. Er hat dann mal gesagt, ich bin froh, wenn ich mal höre, hast du das recht gemacht. Er ist nicht mal sicher, ob er das dann höre. Er ist wirklich sehr, sehr bescheiden. Und man hat das Gefühl, man sei in der Mitte. Also wenn man dort ist, er nimmt dann so ernst. Man hat dann auch 7 Jahre später dann nochmal gefragt, was bedeutet denn Jesus? Letztes Mal haben sie gesagt, alles. Können Sie das ein bisschen ausfüllen? Ich habe den Abschluss vom Buch gesehen oder auch vom zweiten Teil. Und dann sagt er, er ist langsamer geworden, aber noch sehr klar, sagt er, oh sorry, Mr. Nuesch, I can tell you only the same. Ich kann nur das Gleiche Ihnen sagen. Er bedeutet einfach alles für mich. Und das ist, und jedes Mal, vielleicht noch zu dem, gell, immer am 5. hat er, 5 in seiner Zeit, hat er den Ruth angerufen. Also wo auch immer er war. Wenn er im Ausland war. Er war ja irgendwo, also der Westküste oder Ost und so weiter. Ja. Und er hat immer Beziehungen zur Familie, so gut wie möglich. Er ist ja sehr viel weg, hat er so aufrechterhalten. Und nach jeder Evangelisation ist er auf die Knie und hat Gott ergeben. Und für mich, neben seiner Freundlichkeit, ja, wo ich noch viel zulegen kann, ehrlich gesagt, habe ich gemerkt. Ich habe das Gefühl, ich kann es reichen, meine freundliche Frau und freundliche Mitarbeiter. Aber Gott hat es sehr klar gesagt, nein. Und Gott sei Dank wird es ein bisschen besser jetzt mit dem Jahr. Aber neben seiner Freundlichkeit ist es eben, dass er seine Frau mit einbezogen hat. Voll mit einbezogen. Und er hat gesagt, ohne Traut hätte er seinen Dienst nicht tun können. Und das ist auch der Grund, warum er ein Vorwort geschrieben hat zum Buch. Nicht, macht er normalerweise überhaupt nicht. Sondern weil er mal auch über die Ruth. 50% ist Ruth Graham. Das Vermächtnis vom Vermächtnis Ehepaar. Vom Ehepaar. Und mir war das eigentlich der Hidden Agenda. Ehrlich, ich habe immer gesagt, es müsste doch mal ein Buch geben über ein Leiter-Ehepaar. Und Gott hat mir gesagt, du schreibst jetzt ein Buch über Billy und Ruth Graham. Ich habe, bis ich ja gesagt habe, also es war ein Krampf. Ich habe gesagt, ich würde lieber in die Ferien auf Neuseeland und am Morgen ein Devotional haben, als so ein Buch schreiben. Aber ich wusste, ich muss es machen. Ich habe nie so lang und so intensiv gebrüllt, bis ich ja gesagt habe. Und es ist wirklich, ich bin dankbar, habe ich ja gesagt. Und aber es war eine schwierige Geburt. Okay. Ja. Aber da ist es auf jeden Fall. Ja, das Buch kann man immer noch bestellen im SCM Hänsel Verlag. Genau. Jetzt gerade eine recht neue Auflage, also auf jeden Fall noch in einem anderen Cover, dann gelesen oder bestellt. Ja, genau. Ja, also, ich denke, es ist super, dass wir eigentlich jetzt auf Billy Graham und Ruth Graham noch zu reden kommen, vielleicht zum Schluss von unserem Gespräch. Und wenn man ihn ehrt oder sie ehrt, dann kommt man automatisch eben zu Jesus, zum Kern von allem. Und auch bei euch, in eurem Leben, in eurer Ehe, einfach so das Zentrum immer gesehen ist. Und weiterhin, und wenn wir jetzt so, vielleicht auch letzte Frage, die ich euch noch gerne reingeben möchte, ein bisschen auf das Jahr noch anschauen, das 23, das einfach jetzt angelaufen ist. Mit was für Gefühl packt ihr das an? Also ich darf vielleicht anfangen, ich habe vorhin mit den korrigieren. Ist gut, läuft es so viel? Nein, wir sind ein sehr guter Gänzer. Mir denkt es auch. Ja. Also ich habe den Eindruck, Gott sagt, das ist ein ganz wichtiges Jahr, um euch vorzubereiten. Das, was ihr jetzt entscheidet, das wird noch eine. Das erntet er. Er möchte, dass wir in die Tiefe wachsen. Auch zu ihm in die Tiefe, dass wir auch mehr umgehen, gehorsam lernen, im Kleinen.
Beten, auch Fasten gehört dazu. Ich habe gemerkt, was für ein Segen das ist, gerade kürzlich. Gut reden auch, kann stark reden. Es ist nicht einfach, aber er redet, es lohnt sich. Und dass es jetzt um die Tiefe geht und auch das Miteinander. Wir müssen, heute Morgen habe ich noch mal die Eindruck gehabt, sagen, weißt, es liegt so Kraft in der Einheit. Nicht nur, weil man sich ergänzt oder weil man dann Sachen, die im Weg sind, wie er kann ja Gebet nicht erhören, wenn man heisst im Wort Gottes, wenn wir etwas gegen andere haben. Das ist sicher einmal ein Punkt. Aber es geht eben auch um Synergien, die entstehen. Weil eben der eine hat die gehabt, der andere die, der andere hat dort ermutigt, der andere hat Beziehung, der andere hat die Möglichkeit. Und die Einheit, wir sind so stark, wenn wir eins sind. Und es geht jetzt eigentlich darum, dass wir in diesem Jahr wirklich sowohl neue Einheit haben mit Jesus, mit dem Vater, auch mit dem Heiligen Geist, ihm viel mehr Raum geben, uns leiten von ihm, gehorsam sind gegenüber dem, was er sagt, auch wenn wir immer mal Fehler machen, wieder aufstehen, wieder neu Gnade packen, oder? Und da geht es, Gnade packen. Und uns vorbereiten, andere vorbereitet. Und es wird kein einfaches Jahr geben. Es wird alles immer schneller werden, das spüre ich stark. Wir können auch rausgeschleudert werden aus dem Karussell. Darum brauchen wir immer wieder Zeit von der Stille. Auch wenn wir noch im Getriebe des Lebens sind, wenn wir zu uns kommen, oder? Sekum, habitare Sekum, ist ein neuer Begriff, bei sich wohnen. In sich wohnen, zur Ruhe kommen bei sich, um dann aus dieser Ruhe raus zu dürfen, Gottes Wort überkommen und handeln. Und manchmal dann eben, wie die Vreni so oft macht, dann sagt sie, du, ich habe den Eindruck, dass ich die Frau treffen, diese Person treffen. Dann ist sie schon ganz stumm gefahren zu jemandem. Und das Abendmahl haben, die Frau hat gesagt, genau das wollte ich auch, ein Abendmahl nehmen. Und so die Kleinigkeiten machen oder ein Telefon machen. Ich tue dann oft halt einfach eine E-Mail schicken oder ein Telefon. Und so, oder mal eine Karte. Ich habe dann schon erlebt, dass Leute gesagt haben, genau im richtigen Moment ist die Karte gekommen. Weil ich habe den Eindruck, oder einen Traum. Ich habe oft Träume. Also Gott redet halt mehr durch Träume zu mir. Das steht schon, ich glaube, in der Bibel, da ist es vom Alter, oder? Ah, dass ich ein alter Mann bin. Auf jeden Fall. Und dann kommt jemand und dann läute ich ihm an und nachher merke ich, genau richtig gewesen. Und dann ganz gute Gespräche gegeben. Wir haben zusammen zu Mittag gegessen, mehr als einmal schon mit Leuten, die ich geträumt habe. Und lieber einmal halt zu viel dann schütteln, das hast du auch gemacht bei einer Frau, gell? Dann hast du dich ein bisschen, sagst doch, wie es gegangen ist. Du hast dann beim Turnen hast du das Gefühl, du könntest mal eine Frau ansprechen. Ah ja, ich auch. Ich dachte, ich könnte mal vorbeigehen. Und dann habe ich aber so am Telefon gemerkt, jetzt habe ich sie, glaube ich, ein bisschen überrumpelt. Dann haben wir das gesagt, gell? Jetzt habe ich sie gerade ein bisschen überrumpelt. Dann sagt sie, ja. Dann haben wir es einfach dann also, Silo. Eben, mal ein bisschen schütteln. Ja. Du hast ja viel positive Erfahrung. Aber ein bisschen schütteln und schauen, ob die Äpfel runterkommen. Aber nicht so lange schütteln, bis die Grünen auch noch runterkommen. Ja, genau. Aber dann lässt du stehen. Und, ja, ja. Genau. Das gibt es auch. Und gehorsam gesehen. Und, ja. Habe ich auch schon erlebt. Oder? Dass, lieber einmal zu viel ein bisschen schütteln, genau. Als einmal zu wenig. Ja, genau. Jetzt noch allgemein. Der Moment, du hast schon eingangs gesagt, dann kannst du noch ergänzen, Vreni. Was ist noch zu ergänzen? Oder was? Also, ich denke oftmals, wir Christen, wir können mit offenen Augen in die Zukunft schauen. Weil es ist so, es wird schwierig. Also ich glaube, vieles wird schwierig. Geht nicht mehr so einfach so easy peasy, wie wir vielleicht in den letzten Jahren plus minus hatten. Aber zu wissen, Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum letzten Tag. Das macht mir einfach eine Ruhe im Herz. Weil ich einfach weiss, okay, er wird uns da durch manövrieren. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Aber darum zuversichtlich und gleich mit offenen Augen. Und wach. Ja. Ich kann nur Amen sagen zu dem. Schön. Also, da muss man nicht mehr viel Wort jetzt versuchen sagen, das, was du jetzt gerade noch so schön hast auf den Punkt gebracht, Vreni. Danke euch beiden, Vreni. Merci für mal HP. Merci für den Einblick. Danke. Und wer will euch weiter folgen, mit euch in Kontakt bleiben, der kann sehr gut einfach vorgehen, indem man ein Mail an hpnuesch7@gmail.com schreibt. Genau.
Wir tun das auch noch im Video beschreiben, unten drin. Dann könnt ihr direkt das nur kopieren und ein Mail an uns schicken. Und dann werdet ihr aufgenommen in das ganze Rundmail, wo da immer wieder Updates kommen, was bei ihnen so abgeht im Moment. Mhm. Und was sie auf dem Herz haben, wenn ihr da weiterhin gerne wollt, auf dem Laufenden bleiben. Mhm. Danke vielmals für euer Interesse bei diesem heutigen Talk. Bis gleich wieder und tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/videopartner.